Hallo zum neuen Video. Tansania kurz, bald haben wir es durch die Serie. Jetzt kommt heute noch der Buchstabe T. Legen wir los. Tanken ist hier sehr teuer, so wie in anderen Ländern auch. Bei uns gibt es eigentlich nur Diesel oder Benzin. Ob das jetzt super ist oder normal, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist super. Ja. Es gibt immer nur zwei Sachen, Diesel, Benzin, und in der Regel haben wir auch meistens nur Tanksäulen, die nur Benzin oder nur Diesel liefern können. Was muss man hier beim Tanken beachten? Zum einen ist es so, dass hier eigentlich keine Selbstbedienung ist, sondern man wird immer bedient. Ich weiß es nicht, ich habe Tankstellen gesehen, da steht SB drauf, auf Deutsch. Also wahrscheinlich sind die Tankstellen von irgendwo hergekommen. Aber es steht trotzdem unten jemand, der dann für dich tankt. Selten haben wir hier sogar diesen Tankservice, dass er sagt, ich mache dir die Scheibe frei oder sowas. Aber das ist eher selten. Normalerweise sitzen die Menschen da und sagen, tanken. Die meisten tanken hier für 10.000 Schilling, manchmal sogar für 20. Wenn du da hingehst und sagst, voll tanken, dann kriegen die so große Augen und sagen, echt jetzt? Ja, weißt du, was das kostet? Also da geht es richtig rund. Weil das können die gar nicht fassen, dass einer wirklich voll tankt. Was man auch wissen sollte, ist, dass ihr, wenn ihr sagt, ah ja, da kommt ja noch eine Tankstelle, das ist meine Lieblingstankstelle, da fahre ich dann hin. Das würde ich, wenn es knapp wird, würde ich mich nicht darauf verlassen, denn das passiert hier relativ häufig, dass eine Tankstelle kein Benzin hat oder kein Diesel hat oder einfach leer ist. Ja, an was das liegt, das wäre jetzt zu lange, aber ihr müsst damit rechnen, dass er irgendwo hinfahrt und die winken euch schon weiter und sagen, nee, nee, hier ist nichts, ja, du kriegst hier nichts, wir haben nichts mehr. Das ist leider auch so. Gut, Tankstellen selber gibt es sehr viele und sehr viele unterschiedliche Gesellschaften. Und bei den meisten Tankstellen ist es wie bei uns in Deutschland auch, dass man da so einen kleinen Laden oder einen Mini-Supermarkt dazu hat, wo man dann auch was einkaufen kann. Ja, das war eigentlich alles, was ich so über das Tanken jetzt erzählen kann. Ja, der Punkt Taxi, warum ich den überhaupt habe, denn es gibt hier fast keine Taxis. Offizielle Taxi. Ein offizielles Taxi erkennt ihr an einem grünen Streifen und einem weißen Nummernschild. Leider, wie gesagt, es gibt sehr wenig und die haben einen ganz offiziellen Tarif. Wenn ihr so ein Taxi seht, dann muss der Fahrer euch auch das Kärtchen zeigen. Ihr seid übrigens theoretisch verpflichtet dazu, immer euch die Fahrerlaubnis zeigen zu lassen. Ob er jetzt auf ein Piki-Piki aufsteigt, ob er in ein Privatauto steigt, ob er in ein Taxi steigt, ihr seid immer verpflichtet, euch die Fahrerlaubnis zeigen zu lassen, so wie der Fahrer verpflichtet ist, sie euch zu zeigen. Macht natürlich keiner, interessiert auch keinen, aber wenn ihr von der Polizei aufgehalten werdet, kann es passieren, dass er mitbestraft wird. Also kostet dann halt mal 1.000 zu 10.000, 5.000 Euro, Schilling, weil ihr euch die habt nicht zeigen lassen. Gut, Taxis sind hier eigentlich das teuerste Verkehrsmittel, das wir anbieten können. Die meisten Taxidienste werden von Privatpersonen ausgeführt. Die haben dann ein gelbes Nummernschild, so ein Nummernschild, und da machen wir auch mal ein Video. Und ja, die machen das eigentlich privat. Ist hier auch ganz okay, ist ganz normal, ist nicht verboten, kann man machen. Und da wird der Preis dann einzeln ausgehandelt. Welche Preise nun für was richtig sind, es kommt demnächst eine ganze Serie von Videos, da werde ich euch erklären, wie ihr diese Fahrpreise am besten handeln könnt, weil da geht es also wirklich von unverschämt hohen Preisen los, bis zu Preisen runter, wo der Fahrer eigentlich drauf zahlen muss. Aber das erkläre ich dann. Ja, wie gesagt, also es gibt ja auch keine Taxistände in dem Sinn, wenn ihr jetzt sagt, ja, wo ist der nächste Taxistand, gibt es nicht. Also das ist wirklich so ganz selten. Ich habe hier zwei, dreimal so ein Auto gesehen. Ich habe, glaube ich, mal eins fotografiert. Wenn ich das Bild finde, werde ich es euch gerade einblenden. Aber die sind meistens denkt man nicht dran, wenn man sowas sieht. Und wie gesagt, das ist sehr selten.
Ansonsten, wo findet man so ein Taxi, wenn man es braucht? Es gibt verschiedene Apps wie InDrive oder auch dieses, wie heißt das, Ubo oder Obo? Uber. Ja, Uber. Und da kann man sich sowas hier bestellen. Oder man geht einfach ein paar Meter zu Fuß, denn irgendwo steht immer irgendeiner mit einem Auto rum und sagt, Taxi gefällig. Und ja, da müsst ihr nur noch einen Preis vorher aushandeln und dann könnt ihr loslegen. Die Telefonnummern sind hier immer neunstellig, ja, also 0 und dann 9 Zahlen hinterher. Es sind immer Handynummern, auch wenn ihr aufs Festnetz ruft. Ja, auch dass die Festnetzanlagen sind immer LTE-Anlagen, wobei es hier Festnetz so im Prinzip gar nicht gibt. Ja, und die Vorwahl von Tansania ist 00255 oder plus 255. Gibt es noch was zu melden über Telefonnummern? Wie lange sie gesperrt sind, wenn sie aufgegeben. Ah, sehr gut. Die Frau ist gut. Also, es ist so, dass wenn ihr eine neue Telefonnummer kriegt, eine SIM-Karte mit einer neuen Nummer, dann müsst ihr immer damit rechnen, dass euch trotzdem ein Haufen Leute anrufen. Das liegt einfach daran, dass die Nummern hier nicht ein halbes Jahr gesperrt sind. Also, sobald die Nummer zurückgegeben wird, ist sie am nächsten Tag wieder frei. Und da gibt es dann viele Menschen, die denjenigen noch anrufen wollen, der sie vorher hatte. Aber jetzt war es das mit Telefon. Im ganzen Land gibt es verstreut Termitenhügel. Termiten auf Swahili Mchwa, die gibt es leider sehr häufig oder Gott sei Dank, wie man es nimmt. Diese Termitenhügel können auch mal 2, 3 Meter hoch sein. Es ist der helle Wahnsinn. Und man sollte vielleicht darauf achten, wenn ihr irgendwo euch ein Häuschen sucht, ob jetzt Miete oder Kauf, sei mal dahingestellt. Dann solltet ihr wirklich darauf achten, gibt es da außenrum irgendwo oder auch sogar auf dem Grundstück so einen kleinen Termitenhügel. Weil die Dinger, die sind wirklich gierig und fressen dir alles weg. Die lieben übrigens nicht nur Holz, wie die meisten Leute glauben, die lieben auch Dichtungen. Vor allem die Dichtungen, die irgendwo in der Wand eingemauert sind. Wenn man da durchkommt, dann fressen die die auch. Und deshalb, Termiten sind an und für sich nicht gefährlich, nur wenn man sie jetzt gerade irgendwo reinlehnt, ja, ich habe es mal hier gehabt, die beißen halt richtig zu, das ist sehr unangenehm. Es gibt Termitengift, das man hier verstreuen kann, wobei das jetzt nicht hilft, wenn ihr so einen riesigen Hügel da seht, da müsstet ihr das wirklich eine Staubwolke draus machen. Okay, nur zur Warnung, es gibt hier Termiten, Termiten fressen nicht nur Holz und ja, man kann was dagegen tun, aber achtet drauf. Trotzdem darauf, dass es nicht in der Nähe ist von da, wo ihr wohnen wollt. Toilettenpapier wird hier eher von den Einheimischen nicht gebraucht, denn die meisten Einheimischen haben diese, wie sagt man da, Analbrause. Toilettendusche. Also ähnlich wie Toilettendusche, wie auch immer. Ich habe das ja schon mal gezeigt. Also den Schlauch. Sehr selten haben Einheimische auch mal Sitztoiletten, gerade dann, wenn sie vielleicht ein bisschen älter werden oder nicht mehr so können oder sich das auch leisten können. Ja, aber wir Europäer nehmen halt gerne Toilettenpapier her. Gibt es mittlerweile in jedem kleinen Dukala Jumla zu kaufen oder Dukala Chakula zum Kaufen. Und das ist so ein kleiner Kramerladen. Und ja, da gibt es verschiedene Versionen und ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eins. Das ist qualitativ hochwertig hier. Übrigens, wenn ihr mal in Deutschland wieder Mangel habt, ne? Bei mir gibt es das dann. So, sowas kostet, ja, eine Rolle kostet 1000 Schilling. Ja, ist schon teuer. Und wenn ihr die mal anschaut, ich suche mal. Ja, ich glaube, da könnte es sein. Jetzt schaut euch mal diese tolle Qualität an. Das Ding hier, und wenn es feucht wird, ist es noch schlimmer. Ja, hoppala. Oh, da guckt schon eine ganz böse, weil ich hier wertvolles Gut zerstöre.
Ja, also die Qualität von so einem Toilettenpapier ist hier nicht wirklich das Wahre. Das ist eine der besten, also das zweitbeste, was es gibt. Es gibt noch eine, die kostet dann 1700 Schilling. Die ist noch ein bisschen besser. Aber an das deutsche Toilettenpapier kommt das hier nicht ran. Und wenn ich dann überlege, wie mir in Deutschland damit vierlagig, fünflagig, 20-lagig und Duftstoff und Polsterchen und so, ja, das kennen die ja nicht. Die meisten Afrikaner, wenn die sehen, dass du sowas hier nach Hause mitnimmst, ja, dann fangen die immer gleich zum Schmunzeln an, nach dem Motto, warum verschwenden die teures Papier für Dreck? Ja. Gut, aber wie gesagt, Toilettenpapier gibt es ja mittlerweile überall zu kaufen. Und wenn man in ein Hotel geht, sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, wäre es sinnvoll, auch wenn die Sitztoiletten haben, es wäre wirklich sinnvoll, nehmt euch eine Rolle irgendwo mit oder kauft es halt in der Gegend. Aber erwartet nicht, dass in jedem Hotel, also in einheimischen Hotels, tatsächlich dann so eine Klorolle angeboten wird. Und wenn du es verlangst, dann meistens läuft dann einer los und kauft so einen. Also ist eher unbekannt hier bei den Einheimischen. Der Begriff Tuk-Tuk dürfte jedem, der schon mal in Asien war, bekannt sein. Das sind so, ja, Motorräder, die hinten zwei, also eine Achse haben und zwei Räder haben, also so drei Räder. Und der Tuk-Tuk wird hier als Oberbegriff benutzt. Das sind sogenannte Bajaji. Ein Bajaji, das ist ein Menschentransport in der Regel, ja, wo man also hinten so eine Sitzbank hat, wo zwei, wenn man es ein bisschen enger hinsetzt, auch drei Leute reinpassen. Mit so einem Bajaji kann man hier relativ günstig wohin kommen und auch trocken, wenn es regnet. Und wie gesagt, man kann sich auch vorne neben dem Fahrer noch einen hinsetzen. Also wir zu dritt, zu viert, sogar zu fünft kann man damit noch fahren. Also hier in Deutschland würden die Polizisten ausrasten und wahrscheinlich zu Recht. Ja, das ist Bajaj ist das eine. Und das andere sind dann die Gutter. Die Gutter, das sind eigentlich das gleiche wieder, ja, nur hinten eine Ladefläche, statt Personen wird hier halt Waren transportiert. Wobei man das alles gut mischen kann. Ja, man kann auch im Gutter einen Haufen Personen, man kann auch mal 20 Personen damit liefern. Und mit einem Bajaji kann man auch mal irgendwas anderes ausliefern, haben wir auch schon gemacht. Das sieht er dann unter W, Warentransport. Gut, das war es eigentlich, was wir hier unter T gefunden haben. Und in dem Sinne sage ich jetzt danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei, was kommt? T, U. Na, bei U bis V.